Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe heute ein Video reingestellt, das 6 Monate alt ist. Und dieses Video, das habe ich zufällig gestern wieder auf dem Bildschirm gesehen. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, das mir zu dem Zeitpunkt, als das Video ganz neu in den Nachrichten kam, gar nicht bewusst war. Es zeigt, dass Präsident Trump nach seiner Entlassung aus dem Walter Reed Hospital gerade auf dem Weg ist ins Weiße Haus. Man sieht ihn, wie er in den Hubschrauber einsteigt, und die Szene dauert etwas länger als 7 Minuten. Wenn ihr euch das anseht, werdet ihr etwas entdecken, das noch kein Nachrichtenkanal auf der Welt so übertragen hat, wie wir das hier tun. Ich habe euch jetzt eingeladen dazu, bitte dieses Video anzuschauen und der Moderation dabei zu folgen, damit ihr seht, aus welchem Winkel Trump der Welt seine Botschaft überbringt, bevor er ins Weiße Haus eintritt. Das ist sehr, sehr interessant. Schaut es euch an. Ich verbleibe bis bald und wünsche euch viel Vergnügen beim Zuschauen. Euer Adi von Translated Press. Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Video gefunden, das mich sehr bewegt hat. So sehr, dass ich mir gedacht habe, das muss ich euch zeigen. Darin sehen wir Präsident Trump im Oktober letzten Jahres, als er gerade das Walter Reed Krankenhaus verlässt und in den Hubschrauber des Präsidenten einsteigt, Marine One. Wir haben euch dieses Video noch nie gezeigt, denn es gab ja da nichts zu übersetzen, und aus dem Grund heraus haben wir das auch nicht publiziert. Aber jetzt im Nachhinein hat mich so ein bisschen die Nostalgie gepackt, als ich es gesehen habe, und dann habe ich mir gedacht, ich muss euch das unbedingt zeigen. Wir sehen hier Präsident Trump, wie er gerade aus dem Krankenhaus herauskommt. Er ist aufrecht, er geht aufrecht. Man sieht, er ist gesund, man sieht ihn nicht irgendwie schwächlich oder sonst was. Ich kann mich erinnern, was die Medien alles damals verbreitet haben. Und heute sehen wir Monate danach, jetzt wie er in den Hubschrauber einsteigt, wie aufrecht und gesund er dabei aussieht. Wir werden es gleich erleben. Marine One ist der Funkrufname eines Hubschraubers des United States Marine Corps, das den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an Bord hat. Es ist also ein besonderer Hubschrauber. Traditionell werden diese Hubschrauber, die den Präsidenten fliegen, vom Marine Corps gestellt und nicht von der Air Force. Das sind typischerweise immer grüne Hubschrauber. Das ist die Farbe der Marines. Der erste Flug eines Helikopters, der den US-amerikanischen Präsidenten befördert hat, war 1957 während der Amtszeit von Dwight D. Eisenhower, und dafür wurde eine militärische H-13 Sioux verwendet, so hieß das damals. Die H-13 wurde dann 1958 durch eine H-34 ersetzt. Die sogenannte Sea King flog als erster Hubschrauber unter dem Funkrufnamen Marine One im Jahr 1961. So, das ist so die kurze Geschichte dieser Hubschrauber. Die sind unterhalb sind sie weiß lackiert und oben sind sie grün, das habe ich gerade schon erwähnt. Und sie haben den Siegel des Präsidenten unter dem Pilotenfenster. Das sehen wir jetzt gerade. Aber passt mal auf, mit welcher Präzision dieser Pilot seine Arbeit tut. Das ist sowas von bewundernswert. Das sind übrigens Sikorsky-Helikopter. Ich weiß das sehr genau, weil die in Bridgeport, Connecticut hergestellt werden. Und ich habe dort mal als junger Mann gelebt und habe da auch eine kurze Zeit studiert. Und das war ist von damals noch in meiner Erinnerung, der Sikorsky. Schaut euch das an, wie der jetzt aufsetzt. Ganz nah an den Bäumen dran. Das Ziel ist, den Präsidenten, der jetzt aus dem Krankenhaus entlassen wurde, so nah wie möglich an den bequemsten Eingang des Weißen Hauses hin zu befördern, sodass er nur noch aussteigen muss und gerade ohne Treppen direkt
unten in den Eingang gehen kann. Da steht schon jemand mit der offenen Tür und wartet auf ihn. Und jetzt passt mal auf, was der Präsident tut, wenn der Hubschrauber unten ist. Schaut mal, wie nah der an den unteren Eingang heranfliegt. Das ist unglaublich. Also der Pilot macht das nur, weil er ja will, dass der Präsident, der gerade aus dem Krankenhaus kommt, aussteigt und direkt in den Eingang läuft, ohne Stufen, ohne Treppen. Und mich wundert es, dass sie nicht da schon jemand mit der Bahre dort stehen haben, um ihn abzuholen. Und was macht er? Schaut mal, was er jetzt macht. Er sagt ordentlich Goodbye zu dem Piloten. Er bedankt sich bei dem Piloten. Dann grüßt er den Marineoffizier in der Gala-Uniform und geht aufrechten Hauptes, kerngesund. Passt auf, wo er jetzt hingeht. Das finde ich so unglaublich spannend. Ich bin schon ganz am Stottern. Das regt mich immer noch auf, wenn ich das sehe. Also ich bin einfach beeindruckt davon. Er dreht sich um, er sagt nochmal Tschüss, Daumen hoch, Faust und dann, passt auf, was er macht. Jetzt geht er die Treppe kerzengerade hoch. Schaut euch das an. Er zeigt der Welt, hört mal, ich bin kein alter, kranker Mann. Ich bin euer gesunder, starker Präsident. Das zeigt er jetzt der Welt. Jetzt geht er hoch auf den Balkon. Seht ihr das? Dann dreht er sich hinüber, nimmt die Maske ab und schaut zum Piloten. Er bedankt sich bei dem Piloten für seine hervorragende Arbeit. Wartet, bis der Pilot jetzt wieder startet. Beide Daumen nach oben, das gilt jetzt dem Piloten. Und sobald der Pilot dann außer Sichtweite ist, sehen wir, erst dann geht er, dreht sich um ins Weiße Haus. Er hat drüben 2 Tage später zu den Menschen gesagt, hab keine Angst. Er hat einem Reporter dann gesagt, ich fühle mich besser, als ich mich in den letzten 20 Jahren jemals gefühlt habe. Man kann es ihm ansehen, er ist stark, er ist gesund, steht aufrecht da, pflichtbewusst, so wie wir es von ihm gewöhnt sind. Jetzt grüßt er den Piloten, wir können es ja nicht sehen von der Kamera, der wird jetzt so in einer Höhe sein, wo er dann wegfliegen kann. Das ist ein sehr gefährliches Manöver, das da gemacht. Jetzt ist es gleich soweit. Jawohl, jetzt tritt er zurück. Jetzt ist er, wir sehen im Hintergrund die Blitzlichter der Reporter. Es sind natürlich viele Reporter unten im Garten vom Weißen Haus. Das können wir nicht sehen von hier aus. Jetzt grüßt er nochmal. Wir sehen, wie der Wind des Helikopters, des Hubschraubers. Tschüss, auf Wiedersehen. Und erst jetzt, mit Daumen hoch, schwindet er im Weißen Haus. Toll, toll, prima.